Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Supremacy 1914. Und ihr könnt schon sehen, wir haben eine Runde gewonnen, beziehungsweise mit unserer Koalition. Und zwar das Spiel Nordrussland mit Nordkanada und Ägypten oder Westlibyen, keine Ahnung. Genau, 2500 Goldmark bekommen wir jetzt. Und ja, ich kann jetzt eine neue Runde beitreten, mache ich aber nicht. Genau, hier, wir haben noch eine Nachricht bekommen. Oh ja, fragt euch nicht, warum ich so. Ja. Okay. Ja, genau, welches dann war das nochmal? Westlibyen. Genau, ja. So sieht's am Ende aus. So haben wir den Endsieg errungen. Das ist alles unsers. Ja, ne, wir haben halt die Punkteanzahl erreicht. Und ja, hier mein schwerer Tank noch. Oder waren das sogar zwei? Nee, einer. Egal. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, eins Archiv, weg damit. Ja, dann, das wollte ich nur mal so kurz anmerken. Ich kann noch mal hier reingucken. Haben wir auch eine Nachricht gekriegt. Hoch. Keine Lust mehr auf die Runde, kannst dir meine Provinzen schnappen. Okay. Ismael Montes Gamboa, ist das nicht der hier? Genau, okay. Alter, wie die mir alle halt alles reingönnen hier. Okay. Wie die mir halt alle alles reingönnen. Was rede ich denn da? So, dann greife ich jetzt erstmal angreifen. So, Bolivien und direkt abgestürzt. Nice. So, an machen wir gleich mal einen Feldzug. Ja, immer weiter. Immer weiter so's. So, was gibt's denn da? Och Mann, nein, du sollst doch angreifen. Dann kläre ich den halt gerade mal den Krieg. So, in Bolivien bist du, ne? Ja, Bolivien. Nicht mal auf Diplomatie. So. Bolivien. Krieg erklären. So. Krieg, okay. Okay, ja, dann greife ich noch dort an. Dort an. Nicht mir das alles, bevor sich das anderes nehmen. Muss ich dann halt gucken, dass ich dann da noch lang gehe. Ich schreibe ihn mal, dass er mir den Krieg erklären soll, damit ich durchwaschen kann bei ihm. So, damit ja, wir halt schnell die Provinzen haben. Muss ich das halt nicht ganz lang kontrollieren. Wenn ich jetzt hier obere, muss ich die dahin schicken. Dann ist es vielleicht schon was, was ich finde, nicht so lange brauchen. Okay, was ist da los? Uyuni. Republik von Argentinien. Was ist da los? Okay. Die sich irgendwie gebildet oder? Ach nee, okay. Von hier aus. Ja, der hat hier auch erobert, genau. Hatte der keine Lust auf dieses Spiel mehr, weil der den Krieg gegen die Republik verliert. Das glaube ich aber ja nicht, weil der in der Überzahl ist. Oder einfach nur seine Truppen verschwenden will. Ja, hier ist eine Arti, dann könnten wir doch hier noch eine Fabrik bauen. Ich baue heute erst Fabriken und dann baue ich die Artillerie oder produziere ich die Artillerie. Ja, dann gucken wir uns nochmal Grönland an, was da so los ist.
einzige Stärke greift dann einfach hier einfach ins Leben. Im Hinterland, da sieht schon ja gut aus, schon ordentlich nachproduziert. Müsste ich auch mal eine Fabrik bauen. Okay, Absturz, ja, dann würde ich jetzt vielleicht einfach noch eine Fabrik Level 2 bauen. Und ich könnte... Okay, Nachricht erhalten. Ah, da wurde... Ja, Schlachtschiff ist noch in Produktion. Ja, hier können wir auch ein Schiff produzieren, auch ein Schlachtschiff. Nee, das geht nicht. Okay. Gucken wir da nochmal rein. Ja, er ist jetzt im Krieg. Dankeschön. Okay, dann können wir halt durchwaschen jetzt. Aber dahin. Hinzufügen. Die Provinz will ich noch mal so auflassen. Die hier. Die anderen. Ja, ich habe doch die Nachricht empfangen. So, und die hier können auch noch mal bis nach bis nach Zug. Gut, nee, Sucre ist da unten. Keine Ahnung, wie der heißt. Das ist halt Brasilien. Das große Reich Brasilien. Das hat halt auch schon ein bisschen rein produziert. Also rein erobert. Hat sich auch schon ein bisschen gegönnt. Also sollte ich nicht unterschätzen. Ja, dann genau greife ich hier noch mit den. Und wieder abgestürzt. Sehr nice. Dann komisch, dass es heute so viel abstürzt. Greifen dann da an. Und noch. Müssen natürlich auch aufpassen, was Chile hier macht. Die haben mal gar keinen Krieg noch geführt. Die haben also auch noch gut Truppen. Sondern gucken wir jetzt erstmal. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's von der Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao.